Was Sie hier sehen, aber kaum hören, das ist der BMW C Evolution Roller. Ich als Rollerfahrerin möchte gerne wissen, was taugt das Ding? Wir haben nämlich auch einige Schwächen bei ihm entdeckt. Über 2 Meter Länge und 1 Meter Breite und dazu 268 Kilo Gewicht. Das ist ein schwerer Brocken und genau das Problem beim C-Evolution Roller. Zum Vergleich, meine 125er Vespa, die wiegt gerade mal 100 Kilo. Mit dem Roller können Sie also nicht mehr sich durch den Stau quetschen, sondern müssen wie ein ganz normales Auto sich auch hinten anstellen. 120 Stundenkilometer in der Spitze, das gibt BMW an. Ich habe es sogar mal auf 124 geschafft, zumindest hat mir das Display angezeigt. Apropos Display, das lässt sich selbst bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesen und liefert alle möglichen Informationen, beispielsweise den Verbrauch oder in welchem Modus Sie sich befinden. Insgesamt gibt es 4 Fahrmodi, beispielsweise den Eco Pro, das ist ein sehr sparsamer Modus. Da merkt man einfach beim Anfahren, dass man mehr Gas geben muss und eine sehr starke Rekuperation hat. Das heißt, beim Weglassen des Gases, wenn man runtergeht vom Gas, dann wird sehr stark gebremst. Und dann gibt es den Dynamic Modus zum Beispiel und da geht das gute Ding richtig gut ab. Je nach Modus gibt es verschiedene Reichweiten. Zum Beispiel bei dem Road-Modus, der ja schon recht flott ist, da reicht die Batterieladung für ungefähr 100 Kilometer. Beim Eco Pro sollen es sogar 120 sein, beim Dynamic-Modus dagegen eher 80. Das haben wir auch gefühlt so festgestellt, da kommen wir den Herstellerangaben recht nahe. Geladen wird der C-Evolution mit einem Ladegerät, der sehr, sehr groß ist. Er soll angeblich in ein Fach rechts vom Lenker passen. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Dieses Fach ist einfach viel zu klein designt. Also habe ich das Ladegerät in das Helmfach reingelegt. Das Problem ist, dann passt natürlich auch nicht mehr der Helm drauf. Was übrigens echt nervt, ist ein starkes Lüftergeräusch beim Laden. Da wird der eine oder andere Nachbar sicherlich nicht erfreut sein. Eigentlich unverständlich, warum das so laut ist, weil in dem C-Evolution Roller befinden sich Batteriemodule vom i3 und das i-Car, das lädt ja ganz geräuschlos. Wenn Sie den C-Evolution Roller leer gefahren haben, dann braucht er ungefähr 3 Stunden, bis er an einer haushaltsüblichen Steckdose wieder geladen ist. Die sollte sich auch nicht zu weit weg befinden von dem Roller, denn das Ladekabel ist auch noch dazu recht kurz. Da stellt sich die Frage, wenn das ein Stadtroller ist, was er ja sein will, wo habe ich in meiner Mietwohnung so schnell eine Steckdose parat? Was mir gut gefällt, sind die Bedienelemente an dem Roller. Sie ähneln sehr denen eines Motorrads. So haben Sie den Blinker auf der linken Seite. Die verschiedenen Modi stellen Sie auf der rechten Seite ein und sogar eine Griffheizung kommt mit dem Roller. Und last but not least ein Rückwärtsgang. Der ist auch recht sinnvoll bei diesem schweren Gerät. Beim Fahren hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich säße auf einem Sofa. So breit und so cozy ist der C-Evolution Roller. Er ist relativ hoch, ich bin gerade mal 1,68 groß, also ich musste mich schon strecken, um nach unten zu kommen. Und sein Schwerpunkt liegt nicht gerade tief. Wir vermuten, dass die Akkus etwas weiter oben liegen, sodass er beim Langsamfahren relativ kippelig ist. Wenn man dann mal Gas gibt, dann hängt man eigentlich jedes Auto ab. Gerade im Dynamic-Modus geht hier die Post ab. Zumindest empfinde ich das als Rollerfahrer auf jeden Fall so. Einige Motorradfahrer hier in der Redaktion sagten, der C-Evolution sollte noch ein bisschen besser, gerade ganz am Anfang, am Gas hängen. Und damit wäre ich schon beim Fazit zu dem C-Evolution Roller. Für mich ist er einfach zu teuer, 15.000 Euro, das ist eine echte Hausnummer. Außerdem viel zu groß, ich kann mich mit dem Ding nicht mehr durch den Stadtverkehr quetschen und ich muss teilweise auf der Straße parken, weil er nicht mehr auf den Bürgersteig passt. Sicher, der Fahrkomfort ist toll, aber das Ding ist für die Stadt konzipiert bei 100 Kilometer Reichweite. Insofern nicht richtig Motorrad, auch nicht richtig Roller. Ich glaube, ich bleibe bei meiner kleinen, süßen, schnuckligen Vespa. Nichtsdestotrotz, ich nutze noch die Sonnenstrahlen und drehe eine Runde. Noch mehr Videos finden Sie in unserem Video-Channel. Falls Sie ausführliche Testberichte und aktuelle News zu einzelnen Produkten suchen, schauen Sie doch mal auf chip.de vorbei.
Und wenn Sie in Zukunft kein neues Typ-Video mehr verpassen möchten, können Sie unseren Kanal ganz einfach mit einem Klick abonnieren. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook, Twitter und Google+.